bahnbrechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Ringen, Halbfinal. Willisau läuft so bessere Leistungen auf. Zwar hat man trotzdem in Krieseren verloren, 21 zu 17, aber lang nicht mehr so hoch wie vor einer Woche mit 11 zu 22. Gerechnet hat eigentlich niemand mehr damit, aber wir wissen ja nie. So oder so, für ein Final reicht es heuer nicht. Gewusst hat man es ja eigentlich schon vor dem Kampf. Nichtsdestotrotz und nichts ist es trotzdem nicht gegangen, sondern jeder Kampf zählt für die Krieseren wie für Willisauer Fans. Und die Stimmung in den Mehrzweckhallen zu Krieseren spornt so Höchstleistungen an, so oder so. Der Willisauer Co-Trainer relativ zufrieden. Philipp Rohrer, 21 zu 17 für die Krieseren. Es sieht immerhin besser aus als das letzte Mal. Mit welchen Erwartungen sind Sie hierher gekommen? Ja, unser Wunsch war natürlich, dass wir heute Krieseren trotzdem schlappe im Hinkampf noch mal Paroli bieten können. Und unser Ziel war natürlich, mit erhobenem Haupt hier weggehen zu können. Das ist uns mehr oder weniger gut gelungen. Leider haben wir den Sieg, den wir uns erhofft haben, heute nicht geschafft. Aber trotzdem muss man sagen, in allem und allem sind wir mit der Leistung zufrieden. Und man muss auch Christian ein Kompliment machen. Ich kann ihm nur alles Gute wünschen zu dem Finaleinzug. Wenn man beide Kämpfe zusammen sieht, muss man sagen, sie haben einfach die stärkere Mannschaft gehabt in dem Halbfinale. Und sie haben es verdient gewonnen, die zwei Halbfinalkämpfe. Verdient gewonnen. Letzte Woche waren das 8 Kämpfe gewesen und dann auch noch 6, die auf Krieserer Seite gegangen sind. Willisau also deutlich stärker. Trotzdem, das gute Punktepolster gibt dem Krieseren Trainer im wahrsten Sinn des Wortes Handlungsspielraum. Hugo, das ist 22 zu 11, eine super gute Ausgangslage für euch. Wie haben die Mannschaft für heute aufgestellt? Ja gut, ich weiss, dass die Rückrunde für Willisau fast besser ist, vom Stilartenwechsel. Darum ich wollte noch mal ein paar Tests machen in der Gewichtsklasse, aber wir haben noch mal eine volle Aufstellung. Es braucht noch Mut, Tests zu machen im Halbfinale. Ja, schon Tests in dem Sinn für eine starke Aufstellung. Nicht Tests, um schwächer aufzustellen, sondern Tests, wo kann man noch stärker aufstellen. Das Ziel ist noch mal ein Sieg und das haben wir heute geschafft. Im Gegensatz zu Hergisau Freiamt, wo beide Mannschaften einander auf Augenhöhe gegenüberstehen und alle Resultate nach Punkten entschieden worden sind, zeigen sich bei Willisau Krieseren doch unterschiedliche Leistungsniveau. Zu verzeichnen gibt es hier einen Schultersieg für Krieseren von Urs Wöhl gegen Timo Zeder, wo anfänglich sogar der Timo Zeder in Führung liegt. Und 3 Siege mit technischer Überlegenheit, 2 davon für Krieseren. Der Fabio Dietschi hat gegen Sven Hirschi ein 17 zu 2 und der Steven Graf gegen Kilian Aregger ein 15 zu 0. Demgegenüber steht eine technische Überlegenheit für Willisau. Der Marco Riesen bezwingt den Tobias Betschert mit 15 zu 0. Der Hugo Dietsche zu Pausenresultat und Erwartungen. Zu den Pausen war es 8 zu 9. Willisau ein bisschen in Führung, ganz knapp ein Punkt. Immer noch nach Fahrplan? Ist noch im Plan gewesen. 57 Kilo haben wir ein bisschen überraschend knapp gewonnen.
Dafür haben wir im einerseits Freistil auf die Schulter gewonnen und er hat sie dann kompensiert. Eine Schulterniederlage, die einen Strich durch die Rechnung macht. Der Philipp Rohrer ist weniger zufrieden. In der Pause war es noch 8-9. Was habt ihr in der zweiten Halbzeit gedacht? Und da sind wir ja noch gute Führung gegangen. Eigentlich sogar 10-15. Also beim Halbzeitstand haben wir schon gewusst, dass es fast unmöglich wird, noch zu gewinnen. Weil unser Ziel war eigentlich vor der Halbzeit 4 Kämpfe zu gewinnen. Und dann waren es am Endeffekt nur 2. Und dann wussten wir schon, dass das eine ganz, ganz schwere Aufgabe noch wird. Aber man muss sagen, auch ein Dankeschön an meine Mannschaft oder an unsere Mannschaft. Von der Moral her war es ganz große Klasse. Sie haben sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben. Wir haben bis zum Schluss gekämpft. Und deswegen konnten wir das Ergebnis auch recht knapp halten. Ja, also keine Chance mehr zu gewinnen in der Pause. Was hast du gemeint? Finalteilnahme oder der Kampf heute? Ja, schon der Kampf war eigentlich klar, dass es sehr, sehr schwierig wird. Aber trotzdem haben wir gesagt, wir wollen es versuchen, wir wollen nochmal alles geben. Und das hat auch jeder probiert und das war von dem her auch in Ordnung, was wir gezeigt haben. Alles geben, das werden sicher sowohl die Willisauer im Kampf um Bronze gegen Freiham und Tergis wiederum Gold gegen Kriesere. Garantiert. Wer gewinnt? Johnny hat damals, weil so wichtige Kämpfe sind, eine detaillierte Analyse vorbereitet. Demnächst auf dem Sender. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.